dürfte ich empfehlen, in Deckung zu gehen. Nun, das lief gar nicht so schlecht. Macht sie auf euch aufmerksam. Kleriker, kommt mit mir. Selluns Licht wird das Böse vertreiben. Empor, meine Kinder, hoch hinauf und verschlingt die Lebenden. Wunder, dass alle überlebt haben. Ein herzliches Hallo zu einem neuen Let's Play. Wir spielen, wie man es hier oben sieht, Neverwinter. Und sind jetzt in der Charakterauswahl dieses MMOs. Es ist ein kostenloses MMO, also wirklich komplett kostenlos. Man kann für Geld Sachen dazu kaufen. Das braucht man nicht unbedingt. Und vieles, was man für Geld kaufen kann, kann man sich mit viel, sehr viel Geduld auch so irgendwie erspielen. Gerade die Echtgeldwährung. Wir sind jetzt hier in der Charakterauswahl, in der Charaktererstellung, in der man wirklich zwischen sehr vielen Rassen, die teilweise auch nochmal, wie man hier sieht, Unterarten haben, auswählen kann. Also, dann gibt es den Tiefling. Wir machen es wie immer, wenn lange Texte sind und ihr wollt sie unbedingt lesen. Bei so viel kann man nicht alles vorlesen. Drückt auf Pause und liest es euch selber durch. Da gibt es hier den Tiefling, weiblich, männlich, den Zwerg, männlich, weiblich, Drow, weiblich, männlich, und da gibt es dann noch die Menzuberan-Abtrünnigen, die sich von den normalen Drow eigentlich nur hier in den Attributen unterscheiden. Nicht mal.
Und wie man es hier sieht, die müssen gekauft werden, die Unterart. Halborg. Klassisch Mensch. Der Elf. Waldelf ist Standard. Mondelfen muss Zusatz gekauft werden. Und Sonnenelfen. Auch Standard. Halbelf, auch klassisch. Wenn es Elfen und Menschen gibt, gibt es auch immer Halbelfen. Die Drachengeborenen. Die Halblinge. Als Frauen sehen die grauenhaft. Also manche Klassen, die kann man nur als Männer spielen, habe ich das Gefühl. Manche, die gehen als beides. Und Tiefling. Den hat man ja eben auch im Trailer gesehen. Und ich mach mal, glaub, ja, einen weiblichen Tiefling. Mit Killerinstinkt. Ah, ganz praktisch. Zusatzschaden. Die, ja. So, jetzt gibt's die Klassenauswahl. Da gibt's auch wieder ziemlich viel. Ich vermute mal, hier wird eine der passendsten Klassen für die jeweilige Rasse, die man hat, genommen. Weil wenn man noch mehr zurückgeht, hier diese Attributwerte, die sind rassenabhängig und für die Klassen zugeschnitten. Also die Attributwerte eines Tieflings passen ziemlich gut zum taktischen Magier. Es gibt aber noch den Glaubenskleriker, den klassischen Heiler. Passt irgendwie, sieht schick aus, passt aber irgendwie nicht zum Tiefling. Den Trickster-Schurken. Auch cool. Wachsamer Waldläufer. Klassisch für den Halbelfen oder den Elfen. Vernichtender Hexenmeister. Passt irgendwie, passt vom Wirkung. Hexenflug. Empirische Umarmung. Von Hada. Passt irgendwie am besten zum Tiefling. Mein Teufel und Hexenmeister. Altgebundener Paladin. Klassischer Tank. Demnächst verfügbar. Beschützender Kämpfer. Ebenfalls Tank. Zweihandwaffenkämpfer. Das ist, glaube ich, so eine Tank-DD-Mischung. Und ich werde wahrscheinlich den vernichtenden Hexenmeister nehmen. Ja, passt ganz gut eigentlich. Jetzt die Attributwerte. Wie man hier sieht, man kann zwischen diesen zwei Arten aussuchen, also Charisma und Konsti. Ausdauer, Lebenskraft, sowas, also. Und Charisma und Intelligenz. Also wie gesagt, zum Hexenmeister passt es gut. Ich vermute mal, Intelligenz ist ein Bonus auf die EP. Deswegen werde ich Konsti nehmen. Bonus auf Leben ist immer gut. Und das sind die nicht so wichtigen Attribute, die man aber eigentlich auch ausbauen sollte. Zwischendurch immer mal wieder. Aber man sollte es auch darauf Wert legen. Und man kann hier neu würfeln, also. Da ist vielleicht nochmal zu erwähnen, das Spiel basiert auf dem Pen-and-Paper-Rollenspiel Dungeons and Dragons. Und
Pen-and-Paper-Rollenspiele ist üblich, dass man Brettspiel hat, auf dem man würfelt, deswegen hier auch würfelt. Das ist eine der wenigen Sachen, wo sie das Spiel, den Ursprung irgendwie doch reingebracht haben. Aber da gibt es ja mittlerweile auch Bücher und alles Mögliche. Wenn man die Bücher gelesen hat, gerade auch, sieht man so viele Anlehnungen. Ich glaube, das ist gut. Da auf 10, nicht zu niedrig. Hier kriegt man hoch. Ich glaube, so lasse ich's. Und jetzt das Aussehen, das Aufwendigste. Für die Männer einmal, Rüstung verbergen. Und so. Die sieht zu freundlich aus. Mal ein bisschen näher ran. Ich glaube, die nehme ich mal als Basis. Ihr Make-up gefällt mir auch schon. Anpassen. Gesicht 2. Ja, Gesicht 2 gefällt mir am besten. Oh, gealtert. Nö, die ist jung. So. Haare. Gerade gestylt, lang gerade, nee, lang gewählt, lang habernd, mittelgerade, oh, mittel ordentlich. Da gibt's so viel, man kann ewig machen. Und man ist teilweise fast schon ein bisschen überfordert. Man kann Stunden in der Charaktererstellung verbringen. Muss ich mal wirklich den gucken, wie ich es schneide. Später. Das. Ich bin ja schon auch ein bisschen fies, dass ich. Ein bisschen fies aussieht, auch wenn sie ganz nett ist. Sie soll trotzdem fies aussehen. Weil das finde ich manchmal ein klein bisschen schade, man kann in dem Spiel nicht böse sein. Man ist der Held, man ist einfach der Abenteurer. Und entsprechend man macht Heldentaten und entsprechend ist man immer gut. Finde ich manchmal tatsächlich ein bisschen schade. Ich denke mal, ich werde lang. Das nehmen. Unten. Bisschen rot rein? Nee. Ein bisschen. Ich mach's ganz schwarz. Ja. Einfach schon alles zeigen, aber trotzdem irgendwie. So war die Augen, leuchtende Augen, also klassisch. Blind beide. Man kommt nicht näher ran, schade. Blind links, blind rechts, verletzt beide.
passt eigentlich schon fast. Macht keinen Unterschied mehr. Ja. Wie gesagt, man kann sehr viel machen. Ah. Blauen Augenbrauen haben Tieflinge anscheinend nicht. Dafür aber Hörner. Die Hörner an sich finde ich ganz schick. Allerdings will ich schon ganze Hörner haben. Man muss auch immer von hinten gucken, immerhin sieht man den Charakter meistens von hinten. Seitlich. Was gibt's noch? Nee. Ich denke, ich nehme die. Tschüss. Selyne. Göttin des Mondes. Sieht zwar ganz schick aus, passt aber nicht zu ihr. Ich glaube nicht, dass sie... Nee. Auge Federn sieht eigentlich ganz schick aus. Auge Schatten? Hm. Ich glaube, ich nehme da unten dieses... Nee. Das Verfaul. Nee. Ich glaube, ich nehme Gotisch. Und dann nehme ich doch Make-up. Hume! Nee. Keine, nee, das ist zu. Das wollte ich jetzt nicht, aber da kann man, wie man sieht, auch enorm viel machen. Ich wollte... Ich glaube, ich bleibe im Auge Schatten. Jo, da bleibe ich. Narben? Ach, das ist die Narbe! Man sieht's kaum! Jetzt ist sie weg. Backe links. Backe rechts. Nasenschnitt links. Nasenschnitt rechts. Keine Narben. Ich denke mal, ich werde tatsächlich Auge links lassen, was zum Anfang tatsächlich sogar recht gut passt. Ich habe es schon gespielt. Gesichtsmaße. Da bin ich eigentlich recht zufrieden mit. Man kann da so viel machen. Also man kann Stunden, ich werde jetzt nicht ewig rum experimentieren. Man kann Stunden drin verbringen, wahrscheinlich. Aber das geht für... Ein Let's Play zu weit. Tiefling Standard, Tiefling Schwer, Tiefling Schlank. Der Schwanz. Naja.
glaube, ich mache schlank. Ach ja, man kann viel zu viel machen. Das macht kaum Unterschied. Ja, so werde ich es lassen, so bin ich zufrieden. Und jetzt darf ich nicht zurück zur Auswahl drücken, weil ansonsten sind die ganzen Einstellungen weg. Man darf wieder von vorne anfangen, ist mir beim letzten Mal passiert, als ich meinen privaten Charakter erstellt habe. So, Hintergrund, das ist rein RP-mäßig, also wirklich nur für Leute, die auch damit RPen, sich damit beschäftigen. Da gibt's, man muss die Einstellung machen, man kann aber auch die Voreinstellung einfach lassen. Und ja, mal ewig einstellen, da gibt's so viel Unterreich, eher nicht. Dragon Coast am Baldur's Gate. Moonshine-Inseln, Waterdeep, Neverwinter, Luskan, Northdark, Grey Valley, Laguna, Netheril, Mistranor, Daylands. Ich denke, ich nehme Waterdeep einfach wegen dem Vertreter jeder Rasse. Wenn man sich's durchgelesen hat, die Tieflinge haben keine eigene Heimat eigentlich. Und ich nehme verarmte Adlige. Passt auch zum Tiefling irgendwie. Aber zum Tiefling passt nicht Selyn. Göttin des Mondes. Oder passt sie doch? Nee, zu ihren Anhängern zählen Seefahrerreisende und all jene, die Trost suchen in der Nacht. Irgendwie nicht so ganz. Außerdem die anderen kann man auch noch vorstellen. Amaunator, Sonne, Zeit. Chrontea. Corellon. Kalemvor, mit dem wird man noch zu tun haben, tatsächlich, mehr oder weniger, mit seinen Anhängern. Myrdin, Zwerge, ich bin kein Zwerg, also Okma, Wissensgott, Selyn, Sylvanus, Waldgott, Chimora, Torm, Tempus. Soon. Oh, nee. Ich denke, ich nehme Ogma. Ja, ich nehme Ogma. Passt irgendwie schon zur Klasse wenigstens ein bisschen. Oh. Charaktername. Gibt's ewig viele Zufallscharakternamen, die ganz schick sein können, aber ich denke mal, ich nehme einen eigenen. Ich
hatte mir tatsächlich schon einen Namen überlegt gehabt. Ursprünglich sollte der Nachname Schattenlied sein, aber dann fiel mir auf, oder eine Freundin von mir, ich habe es einer Freundin erzählt und die sagte dann, was, SS? Und dann habe ich mir gedacht, oh nee, scheiße, nein, doch nicht. Also, Nachtschatten, passt auch gut. Biografie. Ein P. Charakter. Charakter wird, glaube ich, mit K geschrieben, oder? Ja. So. Und mit diesem Char werden wir jetzt spielen. Man kann wieder noch alles durchlesen jetzt in der Übersicht. Passt da wirklich alles? Ist man damit zufrieden? Und wir sind zufrieden, also beginnen wir ein neues Abenteuer. Stufe 1.